er ihn verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohe Priester und Pharisäer Diener, kommt dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging hinaus und sprach zu antworteten ihm, sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragete er sie abermals, wen suchet ihr? Sie aber sprachen, dass das Wort erfüllt würde, welches sagte, ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht. Gib ihm sein Recht vorab und
hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken.
sie aber solches redete, gab der Diener einer wie dabei Stunden Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet? Das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht in.